Herzlich willkommen, Freunde. Mein Gegner. Oh, ja. Schön. Ein Gengar, ein Heatran, ein Garados, ein Slimog, ein Krippok und ein Snibuna. Eieiei, schöne Eröffnung. Ich wechsle diesmal direkt zu Blitzer. Da mein Gegner keine Boden-Pokémon verfügt, kann man da direkt mal mit Blitzer durchstarten. Vielleicht direkt mit Ladestrahl pushen und dann einfach mal ein bisschen drauf kloppen. Mal gucken. So. Dann schauen wir mal. Er hat Meisterball draußen. Ich denke mal, mit Heatran eröffnet er. Yes, sir. Damit kann ich leben. Ladestrahl. Mal gucken, ob wir wieder so viel Glück haben, dass der Ladestrahl direkt uns einen Boost verleiht. Das wäre nämlich sehr schön. Ladestrahl! Komm, gib mir einen Boost, Baby. Erdkräfte. Verdammt. Heatran ist nicht stark. Switch. Es ist nicht stark. Nee. Es ist echt nicht stark, also deswegen versuche ich jetzt gerade was. Schon hat er meinen Impergator draußen. Ich möchte nämlich meinen Blitzer noch ein bisschen am Leben erhalten. Vielleicht kann man damit noch einen schnellen Zug machen. Vielleicht. Mal gucken. Wechselt auch aus. Aber wir machen eh einen Drachentanz, also von daher ist das irrelevant dafür. Kommt mit Garados. Und wechseln tue ich jetzt nicht. Ich mache jetzt selber einen Drachentanz. Ja, noch einen Drachentanz. Und dann greife ich Garados an. Er wird sich wahrscheinlich auch pushen jetzt gleich. Gut, dann push dich mal. So, ich greife aber jetzt an. Denn sonst wird das mir echt zu knapp. Wir sind jetzt auf jeden Fall schneller erstmal als Garados. Wette ich zumindest, weil wir haben einen Boost mehr. Da können wir erstmal mit dem Eisheap schön eine Truff kloppen. Zack! Ja, macht so viel Schaden, wie ich mir erhofft habe. Erdbeben. Schlagzug. Oder ich könnte mich auch nochmal boosten. Das wäre eigentlich drinne. Aber ich gehe kein Risiko ein. Könnte nämlich sein, dass ich mich jetzt verschätze. Wir so gesehen dann ins Messer laufen, weil er einen Volltreffer landet. Oder. Deswegen lieber gehe ich auf die sichere Variante. Greif nochmal an. Schick gegen Ende einfach nochmal Blitzer an den Kampf. Wenn es nötig ist. Sag ich ja, ich hätte mich verschätzen können. Theoretisch dürfte jetzt Blitzer keine Probleme haben, das Match zu reißen. Aber ich will ich spiele auf Risiko. Ich will einen Boost gucken, was ich einen Boost mehr gattern kann. Deswegen Ladestrahl, auch wenn es risikoreich ist. Ich könnte es gerade das sicher ausmachen, aber das kann ich auch mit Dani noch machen. Ruft sein Garados zurück. Krippuck. Ladestrahl. Psst. Komm, gib mir mal einen Boost. Yes, sir. Jetzt kann man loslegen hier. Aber du kannst wahrscheinlich Schattenstoß. Egal, ich greife trotzdem an.
Oder Tiefschlag, verdammt. Das habe ich überhaupt nicht gedacht. Tiefschlag kannst du ja auch. Aber es macht's nicht. Kann es vielleicht gar nicht. Vielleicht ganz anders aufgebaut, als ich mir gedacht habe. Ja, ein Boost und wesentlich mehr Stärke in dem Angriff machen schon einiges her. So. Gut, mal gucken, was jetzt kommt. Slimog. Slimog hatte ich auch schon das Vergnügen in letzter Zeit. Ich mache trotzdem Donnerblitz. Bräuchte es wirklich einen First Strike, sonst hast du echt ein Problem. Ja, hat sehr gut Schaden gemacht. Gift Heap. Pump. Blitzer nochmal gegen Ende sehr guten Schaden gemacht. Super gemacht, Blitzer. Schon wieder Überreste. Ne, Giftschleim. Okay, was machen wir jetzt? Ich könnte Bisaflor spielen und vielleicht mich auf eine Eifelbeere runterprügeln lassen, aber das ist... Nee. Ich spiele Xano aus. So, Xano. Eruption. Das überlebt Slimog auf keinen Fall. Jedes andere Pokémon, was so einwechselt, wird ungeheuren Schaden nehmen. Game over, Slimog. Gyarados wieder rausholen. Er war eigentlich dumm. Nein, er holt Heatran raus. Gegen Heatran hat unser Attackenpool nichts. Das kann Luna übernehmen. Weil Heatran, er hatte jetzt, wie ich jetzt letztens vorhin gesehen habe, nicht gerade die hohe Attackenstärke. Da kann doch Luna mal was übernehmen hier. Also ich war ziemlich enttäuscht, zumindest als ich die Attacken gesehen habe. Erdkräfte. Ja, zu wenig Schaden. Selbst mit Step wirst du mich nicht so einfach niederkriegen. Zwar mache ich dann auch gegen die Resistenz wenig Schaden, aber... Wir können uns boosten und wir können uns so weit verstärken, bis nichts mehr geht. Aber wir haben wieder das... Gezetere, was wir schon die ganze Zeit haben. Flammenattacken. Und die Verbrennung, die wir daraus ziehen. Eventuell. Mein großes, großes Problemthema. Okay, jetzt mache ich erstmal Mondschein. Und damit ich sicher gehen kann, damit auch ein Volltreffer mich jetzt erstmal nicht aus der Bahn wirft. Okay, er macht jetzt Lichtkanone. Was hat die Lichtkanone für einen Nebeneffekt? Dass die Spezialverteidigung gesenkt oder so? Ich wüsste es jetzt gerade nicht. Aber wenn er Lichtkanone macht, anstatt mich zu verbrennen, ist das, ja. Ist mir das lieber. Fluch oder angreifen. Ich mach nochmal Fluch. Macht wieder Lichtkanone. Nein, Spätz Death sinkt. War mir irgendwie klar, warum. Sonst hätte er es nicht feuern können. Oder feuern würden. Sollen. Wenn das nicht der Effekt wäre. Okay, Nachtara mit gesenkter Spätz Death ist schon ein. Problempunkt. Aber egal, ich nutze jetzt einfach mal die Zeit, die ich jetzt noch habe mit Nachtara aus.
um es so weit anzuschwächen, dass ich Dani dann einschicken kann, um dann Hertran endgültig fertig zu machen. Zack! Auch wenn es wenig Schaden macht. Shit happens, einfach drauf kloppen. Ja, einfach drauf weiterkloppen. Zack. Aber macht zumindest einigermaßen Schaden. Dann kann Dani wirklich in der nächsten Runde sich damit auseinandersetzen und das einfach finishen. Wow, gerade so überlebt. Das war jetzt nochmal Glückssache. Schön jetzt einen Tiefschlag weiter drauf bolzen. Hammer ist gleich das Herd dran. So, und nochmal der Tiefschlag. Zack, 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 pop. Herd dran lebt noch. Und das ist unser Untergang für unser Nachtara. Schön. Oder für Luna. Tschüss, Luna. Okay. Wir haben noch Xano, das möchte ich mir aber aufheben. Ich hole jetzt erstmal Dani raus. So, Dani boostet sich jetzt erstmal. Und wartet jetzt ab, was mein Gegner macht. Mal gucken, ob er vielleicht switcht zu Gyarados. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Warum will er seinen Hertran mit dem paar Prozent von KP noch am Leben erhalten? Das wäre so eine Frage, die ich mir stellen würde. Aber er tut es. Er wechselt sein Pokémon aus. Okay, vielleicht hat er sich gemerkt, welche Pokémon ich noch habe. Und wenn man jetzt bedenkt, ja, ich habe jetzt noch einen Bisaflor, ist sein Hertran doch keine schlechte Wahl, dass er das noch übrig lässt. Okay, jetzt habe ich erstmal ein anderes Problem, nämlich Gengar. Aber Gengar machen wir jetzt erstmal mit Feuerschlag die Hölle heiß. Zack! Hielt sich durch Fokusgurt. Hypnose. Gut. Jawohl, soll ich wechseln oder drin lassen? Wird jetzt in einem Psycho-Move kommen. Wie schnell bist du? Könnte klappen. Dann müsste aber Xano jetzt den restlichen Kampf durchstehen. Verdammt. Sein oder nicht sein. Wir hätten zwei Züge zum Aufwachen. Ich greife an. Komm, Dani, wach auf. Weil auch wenn ich es wechseln würde, es würde nicht viel ausmachen, außer dass er jetzt keine Hypnose mehr ballern kann. Ja. Jetzt hoffe ich, dass Tanupto einfach schneller ist. Fertig aus. Ich hoff's. Weil wenn nicht, hätte ich doch wechseln sollen. Den Schaden auf Tanupto kassieren sollen. Dann hätte er nämlich mit Hypnose nichts mehr machen können. Weil es gibt diese Schlafregel, dass keine zwei Pokémon schlafen dürfen.
die ist aktiv, genauso wie mit der Einfrierungsregel. Und Gengar ist schneller, macht wahrscheinlich eine Hypnose und verfehlt. Glück gehabt. Und ich bin froh, dass Hypnose wieder an Genauigkeit abgenommen hat nach der Generation. Weil Schlaf blockiert einen für mehrere Runden. Die Wahrscheinlichkeit, dass man aufwacht, ist 30%. Und das ist wirklich schon richtig heftig. Okay, mit wem kommt er? Nibuna! Oh, Nibuna ist wirklich einer meiner Lieblinge. Ich weiß, dass Nibuna mir jetzt so ein bisschen gefährlich werden kann. Aber dennoch mache ich Eruption. Ja, theoretisch hat eigentlich Nibuna direkt nichts im... Wow! Also Nibuna ist nicht gerade schnell. Und weder spielt es mit Counter, weil das würde über diese Spezialattacke nichts bringen. Nee, spielt er nicht. Also sein Nibuna war nicht schnell. Und das ist ein Fehler. Ein Nibuna ohne Speed kann man vergessen. Oh, da kommt sein Gyarados von letztes Mal. Das Gyarados werde ich natürlich mit Hitzekoller, mit Eruption auch in die Schranken weisen. So, und Eruption. Und das war's für Gyarados. Bleibt nur noch sein süßes Heartran übrig. Was so wenig kapiert, dass ein Solarstrahl es jetzt einfach zerfetzen wird. Ach ja. So. Absolviert Sonnenlicht. Energiekraut wirkt. Es ist sofort bereit. Und hau drauf, Tunubdu. Das war's. Tunubdu hat den Sieg für das Team errungen. Und damit wäre das Match gewonnen. Gut und schön. Das war ein schönes Match. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.